Willkommen zusammen zu einer weiteren Fahrt im Trains in World 2. Wir beginnen mal heute nicht auf der Strecke, sondern im Menü, denn es gab das große Meißen-Update. Und das hat uns unter anderem den Streckenzweig nach Meißen beschert. Aber auch noch einige andere Änderungen auf der Strecke Dresden-Riesa, beziehungsweise im Fahrplan. Und die wollte ich vorher einmal ganz kurz vorstellen. Und zwar können wir jetzt unter anderem auch mit der Baureihe 182 fahren aus dem Hamburg-Lübeck-Add-on. Dann haben wir zusätzlich die 185-2, die bin ich mir nicht mehr zu 100% sicher, ob die vorher auch schon benutzt werden konnte oder nicht. Aber jetzt, und das ist auch sehr wichtig, die Baureihe 155, eine Lok aus Ostdeutschland, gehört natürlich auf eine ostdeutsche Strecke und jetzt ist sie mittlerweile drin. Was haben wir noch? Ja, was wir auf jeden Fall jetzt haben, wir können aber ja hier mal zu 185 rübergehen. Wir haben jetzt viel mehr Fahrten im Fahrplan drin, viel, viel mehr. Ja, ich habe es ja schon ein paar Mal in den Videos gesagt, das war ja ursprünglich mal geplant, dass wir sehr, sehr viele Fahrten mit dabei haben. Das war dann mitnichten der Fall, als die Strecke released wurde, aber jetzt haben wir wieder extremst viele Güterzugfahrten drin, vor allem zur Mittagszeit. Wo nicht Rush-Hour ist, wird halt sehr, sehr viel an Güterverkehr auf der Strecke los sein. Und ich denke mal dann auch nachts über eher so. Und für diese Fahrplanfahrten kann auch stattdessen jetzt hier die 182 zum Beispiel eingesetzt werden. Na, ihr seht das hier, das sind die gleichen Züge. Die neuen Zugkompositionen sind auch interessant, da hat sich auf jeden Fall einiges geändert. Aber das mit den Güterzügen werden wir uns auf jeden Fall dann noch angucken, zu gegebenem Zeitpunkt. Was wir jetzt erstmal machen, wir nehmen uns mal den Steuerwagen vor. Mit dem sind wir nämlich noch nicht bisher gefahren. Ja, ein bisschen Bewölkungsgrad, Oktober ist okay. Und wir fahren jetzt mal auf der neuen Strecke, nämlich auf der S1 von Dresden nach Meißen. Und zwar um 8:28 Uhr. Und gucken uns mal die neue Strecke dann an. Natürlich der Teil, wo wir anfangen, ist nicht neu, das ist klar. Aber wir werden es ja sehen. So, da sind wir in unserem Steuerwagen. Auch das erste Mal jetzt hier auf dieser Route. Deshalb habe ich den Steuerwagen genommen. Tür links auf. So. Bremsschlüssel. Ein, ziehen wir mal ein bisschen hier die Lokbremse an. So, wir haben jetzt hier das Ziel, meistens Triebestahl. Wir können auch andere Ziele auswählen. Ja, ihr seht es hier, ich gehe da einmal hier mal durch. Frankfurt am Main haben wir da, jetzt, da auch drin, interessanterweise. So, Meißen Altstadt, nein. Rostock haben wir drin, Hannover, Köln, Warnemünde, Leipzig, Cottbus, Hoyerswerda. Also auch ganz, ganz viele Ziele, die außerhalb der Strecke sind. Meißen Triebestahl. So, dann. Das passt, das passt. Das haben wir gemacht. So, dann drehen wir uns mal hier hin. Macht die SIFA an, können wir nicht? Okay. PZB machen wir an. Können wir nicht die SIFA anmachen? Okay. Signalleuchten, das passt. SIFA an. Batterieschalter, das passt. Okay, so, Türen zu. Fahrtrichtungswende in Vorwärtsstellung. Können wir das hier anmachen? Ne, Stellwerk kontaktieren. Hoch. Da hat es gerade ganz kurz geleckt. Zuglichter machen wir noch an. Sandstreuer brauchen wir nicht. Bremse lösen brauchen wir nicht. Spitzensignale. Oh, machen wir uns mal hier die hellen. Pultbeleuchtung brauchen wir auch nicht. Dann lösen. Und wenn alles geklappt hat, dann fahren wir jetzt. Jawohl. Sind jetzt erstmal in der 45er Überwachung.
Und ab hier dürfen wir dann 80 fahren. Befreien uns mal. Mal gucken, was hinten dran ist. Nur 146. Und da haben wir noch ein Talent 2. Hier ist ja richtig viel los. Der Intercity fährt auch noch gerade ein. Herrlich. Und dann halten wir in Dresden-Freiberger Straße. Okay, ja, leicht drüber geschossen. Ja, hat hervorragend angefangen, sehr gut. So, dann lösen wir die mal und ziehen hier mal die direkte Bremse an. So, nächster Halt Dresden Mitte. Da vorne kommt noch 182,2. Da hat es gerade wieder ordentlich geleckt. So, überpünktlich. Türen links auf. Da kommt uns auch schon jemand entgegen. Sehr schön. So, Türen zu. Bremsen lösen. Und auf geht's. Wir sehen hier aus dem Bremszylinder fällt der Druck ab und auf geht's. Das alles ist wie bekannt, wie gesagt, noch bekannte Strecke. Können wir das noch dimmen? Irgendwo kann man das doch, glaube ich, noch dimmen. Ganz Überlastung. Ne. Ich dachte, man konnte dieses Licht hier noch irgendwo dimmen.
Hier vielleicht? Ne. Naja, ist auch egal. Huch, wir sind so schnell. Bis hin. So, Ankündigung auf 70. Passt. Irgendwie habe ich Dresden-Neustadt größer in Erinnerung. Von der Bahnsteiglänge her. So, wir sind in der 45er-Bewachung. Also, aufpasse. Ich weiß nicht so recht, warum die 85 hier blinkt. Hier im HUD tut sie es nicht. Ich bin mir da nicht ganz sicher. So, Dresden-Bischofsplatz. So, Türen auf. Ja, immer noch halbwegs im Zeitplan. Dresden-Bischofplatz. Sind dann natürlich hier wieder im Herbst unterwegs, ne, ist klar. Hier mit unseren Dostos. DB Regio AG Magdeburg Hauptbahnhof. Sehr schön. Ein 100 dürfen wir fahren. Und ab jetzt 120 sogar.
Aber wir müssen gleich auch schon wieder anhalten, also ist das Rennen ein wenig unfair. Ach, guck mal, der Güterzug fährt 80, weil wir genau jetzt gleich schnell sind. Und jetzt fangen wir an, ihn zu. Ihn langsam, da langsam aufzuholen. Aber wir müssen in einem Kilometer auch schon wieder anhalten. Also lassen wir ihn langsam vorbeiziehen. Auch schön diese Parallelfahrt. Gefällt mir sehr gut. Also jetzt ist das vom Fahrplan her schon was ganz anderes als vorher. Kann er mal die FPS einblenden? Wir sind ja 35. Wir sind ja noch im Großraum Dresden, klar, da ist halt viel los. Das passt. Herrlich. Die Ruhe hier im Steuerwagen ist der Wahnsinn. So, Tür zu. Das macht richtig, richtig Spaß. Also echt. Absolut empfehlenswert. So, rotes Signal voraus. Dresden-Trachau ist unser nächster Halt. Na gut, halten wir an. Haben ein paar Meter verschenkt. Aber das passt noch. S1 nach Meißen-Triebischtal. So, Tür zu.
Und als nächstes halten wir in Radebeul. So, 1,4 Kilometer. Und da kommt uns noch 185 entgegen. Und eine 146. Haben die irgendwie das substituieren, dass die Repaints per Zufall hinein ins Spiel kommen, abgestellt. Ich habe nämlich noch jetzt kein einziges Repaint gesehen für die 185 oder für die 146. Das fände ich ein bisschen schade. Ganz leicht übers Ziel hinausgeschossen. Aber auch nur ganz, ganz leicht. So, jetzt müssen wir ein bisschen warten. Hier in Radebeul. Tünzen zu. Radebeul Weintraube, Gleis 1 in 1,6 Kilometern. Jawohl. Turn off. Hier haben wir ein bisschen Zeit. Daher
Gehen wir mal hier rüber. Ah, lass mich hier raus. Okay, so viel Zeit ist doch nicht. So. Schnell zurück zum Zug. Gehen Sie weg, aus dem Weg. Machen Sie Platz. Ich bin Lokführer. Ah, das mit den Repaints ist doch nicht deaktiviert. Sehr schön. Warum ist da nicht so ausgeschildert? Verstehe ich nicht, warum das jetzt da nicht ausgeschildert ist an der Lok. So, 1,3 Kilometer, bis wir in Radebeul-Kötzschenbroda sind. Bin ich aus Versehen gerade in die Notbremse reingegangen. Na, komm, löse aus. Löse aus. Hey, dann können wir doch ohne Verspätung abfahren. Schön, schön. So, Radebeul Zitschewig.
Der nächste halt. Während uns ein Kollege entgegenkommt. 143. Sehr schön. Oder was, nur 112? Weiß es nicht. So. Meißen Triebestahl. Coswig. Neue Sörnewitz, Meißen, Meißen, A, Meißen, Triebestahl, aha. So, zurück in den Führerstand, denn wir haben ein gelb blinkendes Signal voraus. Nehmen wir mal die E-Bremse und gehen auf 60 runter. So, E-Bremse wieder lösen. So, dann haben wir ein HL12B, was natürlich bestätigt werden muss, hätte ich jetzt fast vergessen. Aber es war knapp. HL12B, also Geschwindigkeit auf 60 km/h im mäßigen. Oh, 500 das an. So. Da haben wir vor uns ein HL9B.
was eine Fahrt mit 60 km/h signalisiert und danach mit 40 oder 60 weiter. Aber der 500 das noch an heißt, also wir sind jetzt erstmal sowieso auf 25 begrenzt. Ah doch, ja, das mit den Repaints, zumindest bei den 143ern an. Das funktioniert noch. So, wir können auf die 45 hoch. So, ich glaube, laut hat dürfen wir uns befreien. Okay, hat nicht geklappt. Na, dann lassen wir es einfach mal sein. Immer noch nicht. Das ist aber kein HL-Signal, oder? Oder war das ein HL-7? Doch, das war, glaube ich, auch ein HL-Signal. So, dann haben wir hier ein HL6B, was uns eine Fahrt mit, oder? Nee. Hat jetzt das grüne Signal dort geleuchtet, geblinkt oder nicht? Ich weiß es nicht. Weil wenn es geblinkt hat, dann war es ein HL6B. Wenn es nicht geblinkt hat, war es ein HL3B. Es war jedenfalls was mit einem HL und einem B. So viel ist sicher. Oh, ups. Wir sind da etwas zu schnell über die Weiche gefahren. So, das ist übrigens jetzt der neue Abschnitt. Jetzt befinden wir uns da auf diesem neuen Abschnitt. Oh, Moment. Wisst ihr, was im TSW fehlt? Regenbögen. Bei so einem richtigen Regenwetter, Regenbogen, das wäre doch mal was. Ja, schön ländlich hier. Oh, ist ja nicht gerade viel los, ne? Also. Ah, doch, da kommt dann jetzt die erste Person.
Und nächster Halt Meißen. In 5 Kilometern. So, genau, also hier nochmal auf die Karte geguckt. Das hier ist der neue Streckenbereich. Der ist jetzt mit dazugekommen. Und das finde ich wirklich Wahnsinn von DTG, dass das als kostenlos, als kostenloses Upgrade dazugekommen ist. Das ist nicht selbstverständlich, absolut nicht. Dafür hätte man auch gut und gerne noch Geld verlangen können. Finde ich zumindest auch so von der Qualität her. Mir gefällt das sehr. Der Fahrplan ist jetzt auch ziemlich, ziemlich cool geworden. Also das ist schon ziemlich nice. Huch, wir sind ein bisschen zu schnell. Ja, schön, oder? Wie findet ihr das? Ich finde es sehr, sehr schön. Gerade hier so im Herbst. Ich fahre mal hier ein bisschen langsamer, damit wir uns hier mal alles in Ruhe angucken können. Und dann halten wir in 700 Metern in Meißen. Ups, ja, das war falsch. Bin ich aus Versehen wieder in die Notbremse reingegangen. Komm schon, Bremszylinder. Sehr schön, da die Kirche.
Oh, das hat er noch nicht erkannt, ne? Verdammt. Sorry. So, jetzt aber bestimmt. Immer noch nicht? Hä? Verstehe ich nicht. Wie weit willst du denn, dass ich vorfahre? So, jetzt aber, oder? Als ob. Ich bin doch schon am Bahnsteig. Am Bahnsteigsende. So, jetzt aber. Finally. Das passt noch. Bisschen wenig Performance hier. Wow. 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 Wahnsinn. Da hinten auch noch so eine markante Kirche. Parkplätze, Autos. Noch eine Brücke. Hier noch diese Bojen. Und natürlich halt das Schloss da oben. Gucken wir uns gleich noch näher an. Huch, das wollte ich nicht. Na, ich suche noch nach einer guten Position. Ja, so viel dazu. Hier ist noch so ein Fußgängerweg. So herum ist noch viel schöner.
So. So, genug Fotos gemacht. Und meist in Altstadt. Ist der nächste Halt. Wow, die Altstadt sieht doch echt schön aus. Dieses Signal hier, dieses Symbol, bedeutet doch, glaube ich, dass man auf einen Prellbock zufährt, oder? Ja, man hat hier auf jeden Fall einen schönen Ausblick. Ist das der Kölner Dom da hinten? Haben die ein Asset vom Kölner Dom reingepackt? Das muss ich mir ganz, ich muss einmal ganz kurz darüber fliegen. Mit unserer Drohne hier. Ah, sieht aber schon echt schön aus, so, ne? Tatsache, das ist ein Kölner Dom-Asset. Geil. Okay, anscheinend bin ich wohl in ein Gebiet geflogen, in das ich nicht hätte fliegen sollen. Gut, viel mehr war von der Strecke auch sowieso nicht zu sehen. In diesem Sinne danke ich euch fürs Zusehen und entschuldige mich für dieses etwas abrupte Ende. Nächstes Mal werde ich nicht den Kölner Dom erkunden. Macht es gut, tschüss und bis zum nächsten Mal.